Hallihallo, mein lieben Freund auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei dem Talk. Heute habe ich wieder das Spiel Bundesliga Manager Hattrick mit am Start. Und das habe ich das letzte Mal vor ein paar Monaten gespielt. Also ich weiß nicht mehr genau, ist schon sehr lang her. Und da sind wir hier stehen geblieben. Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin. Ja. Machen wir mal Werbung schauen. Henkel, okay, nehmen wir an. Und SAP nehmen wir auch an. So, abbrechen. Dann machen wir hier mal 150.000 Werbeanzeigen. Genau, so. Ach, guck mal, was ich heute anhabe. Habt ihr es gesehen? Talk Live, YouTube, Logo und Link. So, wir gucken jetzt mal in der Aufstellung nach mit dem Spielfeld. Also wie gesagt, Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Union Berlin. Und wir fangen jetzt direkt an. Achtung, aufgepasst. Mal gespannt. Ja! 1-0. Oh, 1-1. Shit, 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 shit. Leute, 11 Meter für mich und? Jawohl. Handy? Ah, nachher. 2-1 für ich. 3-1, ne? Ja, Jacke. 3-1 gewonnen gegen Union Berlin. Sehr gut. Und man achte darauf, es gibt Ton. Zwar sehr leise, aber es gibt Ton. Habe ich eingeschaltet. Beim letzten Video, wo ich BMH gespielt habe, hatte ich nämlich ohne Ton. Dann war es ein bisschen langweilig und jetzt ist ein bisschen mehr Pep drin, ne? Regionalliga. 5 Millionen Budget habe ich jetzt. Ich mache mal den Eintrittspreis ein bisschen höher. Okay, wir sind zwar jetzt eh auswärts, aber macht ja nichts. Kann trotzdem mal ein bisschen erhöhen. So, zack. Die Taktik ein bisschen nach vorne. Nächstes Spiel ist übrigens Freiburg gegen Eintracht Frankfurt. Und ich bin ja Eintracht Frankfurt, wisst ihr ja, ne? Start! Nase juckt. Ich erfahre noch was Neues heute. Ja, lasst dem Video doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar oder ein Abo. Wenn ihr Abo da lasst, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Denn dann kriegt ihr immer schön mit, wenn der Talk ein neues Video hochlädt. Na? Seid ihr immer mit bei den Ersten dabei. Und ich bedanke mich übrigens bei allen, die kommentieren und ein Like da lassen. Ihr seid echt spitze. Und leider ist dieses Spiel eben gerade unentschieden ausgegangen. 0-0, oder? Hi, schade. Ich sag, es ist schon ausgegangen, es spielt ja noch. Okay, 0-0 ist geblieben, alles klar. Und diese liebliche Musik wieder. Ich hoffe, ihr könnt das hören. So, fünfter Platz geblieben. Und jetzt geht's zu Hause gegen Werder Bremen. Stärke mal angucken. Ich bin von der Stärke her Platz 3. Werder Bremen vorletzter von der Stärke. Na, vielleicht schaffen wir das ja. Und los geht es, das Spiel. Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen. 16.800 Zuschauer. Und mal schauen. Gehalten. Oh, was jetzt hier?
Ah, da ist, hat jemand eine rote Karte bekommen, so wie es aussieht. Kann ich leider nicht auswechseln. Naja, mit 10 Mann ist es nicht so einfach, gegen Werder Bremen zu gewinnen. Er hatte zwar eben gerade eine Chance gehabt. Ah, nein, nein. Shit, shit, shit. Bremen liegt in Führung. Ja, damit haben wir 1-0 verloren. Hm. 5,2 Millionen. Theoretisch könnte ich mal einen anderen Spieler kaufen, aber das mache ich nicht in diesem Video. So, Bundesliga, 7. Spieltag. Eintracht Frankfurt zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Ja, ich habe im letzten Video ja auch schon erzählt, dass mein Vater absoluter Eintracht Frankfurt-Fan ist und immer in die Fußballhütte geht bei den Nachbarn und die Eintracht-Spiele verfolgt. Finde ich so super, echt. Ja. Und ich spiele hier die guten Eintracht Frankfurt Leute. Tor! Ich hoffe, es bleibt auch so. Nein, 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 nein. Oh Mann, wieso denn? 1-1. So, dann grüße ich auch recht herzlich die Britta, ja, die Rosi, den Achim, die Sina, die Rena, den Jens, ja, nicht vergessen, Jens immer am Start. Der möchte nämlich, dass ich per Webcam zu sehen bin. Der Jens, ein Gauner, ja. Lass ihn doch mal ein Abo da. Wäre cool. Ja, freut er sich bestimmt. Schon wieder verloren. Nee, unentschieden war es. Vom 6. auf den 8. gesunken. DFB-Pokal. Soll ich Toto? Toto spielen? Nee, machen wir kein Toto. Habe ich irgendwie keine Lust dazu. Ich weiß auch gar nicht, wie es genau funktioniert. Egal. So. Ich finde das T-Shirt so geil, Leute. Ich finde das so klasse. Torque-live auf YouTube und auch bei Twitch, ne? Nicht vergessen. Solltet ihr auf Twitch sein, lasst doch mal ein Follow da. Einfach nach Torque-live suchen und da bin ich ab und zu mal live zu treffen. Ja. Okay, wir sind so langsam am Ende des Videos angelangt. 8 Minuten, das ist zwar noch ein bisschen kurzes Video. Anstrengend, so viel zu labern. Oder wie sagt man auf Hessisch, zu babble. Ja, also ich grüße auch meinen Vater nochmal recht herzlich. Sollte er das bis hierhin angeschaut haben. Eintracht Frankfurt rules. So, was jetzt? Schon wieder rote Karte? Oh, nee. Verlängerung. Und. Elfmeterschießen. Okay. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Nee, der hält den auch noch. Das gibt's doch gar nicht. Zzt. Und nochmal gehalten. Also irgendwie, die treffen natürlich, ganz logisch. Ja. Und jetzt haben sie gewonnen, glaube ich. Ja, Endstand. 4-2. Nicht schön. Ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Na gut. So, dann nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Ihr seid echt spitze. Daumen hoch, Kommentar, Abo, Glocke. Und wie würde Jens jetzt wieder sagen? Viel Spaß mit den Dingen, die ihr noch macht. Also, ich bin raus und speichern nicht vergessen. Okay. Dann machen wir hier bei Zeiten wieder weiter, ne? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, schalte ich jetzt aus, ne? Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, der Torque spielt ein Computerspiel. Daumen hoch für euch. Ihr seid spitze. Danke. Macht's gut. Und tschüssi.